meine Damen und Herren, ich habe mich gefreut über Ihren herzlichen Applaus. Ich weiß, er galt dem Altmeister des Kabarets. Scheußlicher Name. Natürlich spricht mein persönliches Aussehen auch noch mit. Alles zusammen ergibt eine höfliche Möglichkeit zu wirken. Und meine Freunde, die heute hier eingeladen sind, das ist ja nichts Offizielles. Ich habe gesagt, ich möchte nur eingeladene Menschen haben, müssen natürlich etwas bezahlen. Ja. Technisch, rein erzieherisch, weil ein Publikum, das nichts bezahlt, ein Auditorium, nicht lacht. Das ist ein Gesetz. Die tun das nicht. Warum, das ist, weiß ich nicht. Aber so ist es. Meine Freunde werden wissen, was sie erwartet. Die lasen, ich war irgendwie USA, USA, USW, USW. Sagten, aha, und fordern über Amerika. Die wissen aber Bescheid. Wenn es meine Gemeinde ist. Die wissen genau, der fängt also an mit Amerika. Vielleicht so, ich kam dahin nach New York. Da sah ich als erstes ein Gefängnis. Das erinnerte mich an mein Gefängnis in der Hitlerzeit. Die Tür öffnete sich, ein baumlanger SS-Mann sprang auf mich zu, sagte, haben Sie Waffen? Ich sagte, nein, wieso, warum, braucht man hier welche? Und dann bin ich in meiner Lebensgeschichte. Die jeder kennt schon. Also so denken meine Freunde. Ja, der zum Beispiel. Das ist ganz klar. Die wissen, der macht immer seine Lebensgeschichte. Und die muss ich heute enttäuschen. Ich will wirklich etwas Neues. Neues auch aus meinem Leben, aber doch eben aus der Erfahrung, diese Amerika-Geschichte. Ich habe vorher nur zu sagen, aus der Lebensgeschichte, das muss wirklich noch rein, dass ich in der Schule gelernt habe, Englisch. Das muss rein. Wer nach Amerika fährt, muss ein bisschen Englisch, die sprechen ja gar kein Englisch, aber man muss es können. Da war eben die Schule so großartig. In der Schule habe ich im Englischen gelernt. Sehr, war kein guter Englischschüler, aber doch ein annehmbarer. Ich habe ein Gedicht gelernt. Wird mir unvergesslich bleiben. Alle die Sachen mit 14 Jahren vergisst man ja nicht. Our home is the ocean, our grief is deep. We feel no emotion as long as we sleep. Also, das, so war es mir. Ein Seemannsgedicht. Ein Ozeangedicht. Wissen Sie, und das habe ich immer wieder im Leben verwenden können. Wenn man jemanden trifft, nicht wahr? Warum ist die Ocean? Ich meine, der stutzt im Moment, aber. Aber er weiß. Ah, der kann. Das voraus. Und dann hat man dieses Englische gelernt, aber man hat auch gemerkt, damit ist nichts anzufangen. Das ist Schulenglisch, im Inneren Schulverkehr, ohne weiteres zu gebrauchen. Aber wehe, wenn Sie damit ins Ausland kommen. Können Sie es wegschmeißen. Nun also beginne ich am besten mit der Reise, mit dem Hinflug. Das war von München aus, in München-Riem, und ging die Maschine ab und das war schon ein Erlebnis mit der richtigen Boeing, nicht wahr? Die sofort in die Höhe ging. Ich habe ursprünglich sagen wollen, wie unsere Preise, aber das ist ein billiges Wortspiel.
Wenn die Preise so billig wären wie das Wortspiel, hätte ich auch gar nichts gesagt. Nein, aber bevor wir das Festland verlassen haben, da haben hoch in der Luft, das Festland, also das lag ja drunter schon, wir waren schon in der Luft, dann sehr nette Stewardessen eine makabre Modenschau vorgeführt. Schwimmwesten, sehr schicke, wirklich schicke Modelle, die mit allen Raffinessen ausgestattet waren, mit einem roten Glühlämpchen sogar. Ja, die führten das vor, ein Glühlämpchen. Das war für nachts gedacht. Wenn man da ins Wasser fällt, Schwimmbett und Glühlämpchen. Damit die Haifische ja, nicht so lange zu suchen brauchen. Also diese Vorstellung, diese Zwangsvorstellung, da wirklich baden gehen zu müssen, war schrecklich genug. Es war Winter außerdem. Aber wie gesagt, es war eine Vorstellung zu kleinen Preisen. Und die Darstellerin nahm das selber auch nicht sehr ernst. Und dann gab es noch ein kleines Theater anschließend in Köln. Da mussten wir aus der Maschine raus zum Zoll in Köln. Und da waren sehr zuvorkommende Beamte, muss ich sagen, sehr zuvor, jedem Schmuggeleiversuch zuvorkommende Beamte, jeder Mann ein Zoll. Diese Zollbeamten haben das abgefertigt alles. Und dann mussten wir wieder in unsere Maschine zurückgehen. Da ereignete sich etwas Eigenartiges. Damals, da waren Fotoreporter, also von dem zweiten deutschen Fernsehen, die hatten sich aufgebaut beim Eingang für Herrschaften. Und ich war also von der Goethe... vom Goethe-Institut, in dem Eingang für Personal. Economy war ich. Und da winkten die vom Fernsehen rüber. Ich soll da mit vor die Kamera kommen. Und das war ein Gewissenskonflikt. Wissen Sie, ich so, warum? Die waren ja nicht meinetwegen hergekommen, sondern weil Rainer Barzel. Also ich weiß nicht, was da zu lachen gibt. Das ist noch gar nicht bewährt. Rainer Barzel und ein General Hinkeldey, da reingegangen waren. Und das war in einem Aufwasch, da sollte ich nun auch dazu, ja. Ich muss sagen, eitel wie ich bin, entsprach ich ihrem Wunsch widerstrebend, aber doch. Denn nun kam ich in einen Konflikt hinein. Jetzt ging ich also First Class, stieg ich ein, und das Fernsehen hat das abends beobachtet. Alle Fernseher sahen, wie ich erster Klasse reinging, aber nun sieht das Fernsehen noch nicht so fern, dass mein Abstieg dann in die Economy beobachtet worden wäre. Die haben den Eindruck gehabt, ich fahre First Class da rüber. Das sind Konflikte, die nur ein Preuße verarbeiten kann. Herr Barzel beobachtete mich, beobachtete mein markantes Profil, wie ich seine Klasse betrat. Aber er ließ mich durchgehen. Wie man ihm ja auch manches durchgehen lässt. Es war ein Moment, so als ob er eine Höflichkeitsfloskel an mich richten wollte. Also mir kam es so vor, er wollte so sagen, na, Sie oder so. Und, aber dann unterließ er es doch. Es war damals vor den Wahlen, wissen Sie.
Und ich muss ihm ein bisschen zu linkisch vorgekommen sein. Ja, ja, das ist mein Benehmen. Und nun war ich also in der Maschine drin. Wir flogen nun weiter, jetzt direkt nach Amerika. Und auf einmal, es war schon ziemlich lange Strecke, waren wir schon unterwegs, ließ mich der Captain der Maschine nach vorn bitten. Also ich möchte doch da in die Kanzlei kommen. Wie heißt das Ding da? Cockpit, Kanzel, ja. Ja, ich sagte gerne und so und ging dann von meinem Personalsitz durch die erste Klasse durch. Hinkel da, Bartel, nicht wahr? Zum Captain. Ja, das war ein Erlebnis. War ich da ganz vorne bei den Instrumenten und so. Und da saßen nun der Pilot und sein Co-Pilot und noch so ein Angeber, der auf einer Streckenkarte immer genau angab, wo wir uns gerade befanden. Dann landeten wir. Das Erste, was mir entgegenleuchtete in diesem Land der Freiheit, mit der Freiheitsstatue, das war ein Schalter. Und als geborener Deutscher fühlte ich mich sofort zu Hause. Ich sagte mir, jetzt pass auf, und legte einem der Schalterbeamten meinen Pass auf. Das ist richtig. Dein Brettchen. Und der Pass interessierte ihn weniger als mein Fragebogen, den ich schon an Bord hatte ausfüllen müssen. Ich hatte nur nicht so schnell geschaltet wie der hinter dem Schalter. Und nun sagte er, but you can right. Ich meine, das hat er nicht gesagt. Aber das habe ich gehört. Also, das war die erste Panne. Ich lachte verlegen, nicht wahr? Das wirkt immer sehr sympathisch. Aber der verstand keinen Spaß. Ich kein Wort. Und so unterhielten wir uns eine Weile. Das ist Schicksal. Da melden Sie bitte, aha, ich sagte noch einmal, oh, oben ist die Ocean. Hat der nicht verstanden? Hat der gar nicht verstanden? Und es macht mir einen Spaß, das zu rekonstruieren, weil ich das nie vergessen werde, die Situation. Ich merkte, hier ist ein Papierkrieg ausgebrochen. Der wollte ein Papier sehen. Der Papierkrieger konnte nicht genug kriegen. Ich machte mobil, ich zog alle meine Reserven zusammen, indem ich alle Papiere, die ich hatte in der Tasche, rausholte. Was, Stempel an und Formular, habe ich vorhin hingelegt. Und so kam der Angriff zunächst mal zum Stehen. Aber was da stand, das war plötzlich ein Oberlehrer. Der stand vor mir, genau wie in der Schule, in der Quarta. So, jetzt werde ich mal nachsehen. Und da fuhr er mit seinem Finger durch mein Papier durch. Ich hatte alles ausgewählt. Identitätskärtchen, ja, mit geboren und wann und wie und warum und so. Alles auf. Und nun wartete ich, dass er mit roter Tinte anstatt da ist. Und da hat er einen Fehler gefunden. Das war ungeheuerlich. Sein Gesicht wurde noch magerer. Und als hätte er einen taubstummen Idioten vor sich. Also taubstumm verbiete ich mir. Zeigte er in eine Richtung, aus der ich gekommen war. Gar nicht, also der hat nichts mehr mit mir angefangen, der hat nur noch so. Und ich verstand das als Deutscher. Sofort, das hat man in sich, nicht wahr? Die Sprache kennen wir. Und ging da, wo er mich hingewiesen hat, zu einer deutschen Stewardess, die war noch da geblieben und
Ich sagte, wir müssen zusammenhalten, Stewardess. Hier geschieht etwas gegen Seebohm, gegen Deutschland. Denn sie verkörperte für mich Deutschland, die Stewardess. Also verkörpern ist übertrieben, die hatte. Ja, das, was sie hatte, stellte sie da. Und nun nahm sie eine neue Karte und schrieb alles nochmal auf. Und, meine Damen und Herren, genauso wie ich es aufgeschrieben hatte. Aber genauso. Ich habe genau hingeguckt. Nur eine Eins, sagt Janus. Das war eine Eins. Das muss ich nun erklären, deswegen habe ich das hier mitgebracht. Die Eins hatte der beanstandet. Ja, die habe ich so gemacht. In deutscher Art. Und das ist keine Eins. Da hat der Beamte gesehen, das war der Haken hier, der Haken an der Sache, ja. Das Häkchen. Und das hat sie weggemacht und das ist die amerikanische Eins. Und wenn man so macht, ist das eine Sieben in Amerika. Und deswegen war mein Geburtsdatum verfälscht. Ja, Sie haben es nachgerechnet, aber das war... Ja. Das ist klar, kann ich weitermachen, das ist sehr schön. Dann kamen die Abholer strahlend und beglückt. Das ist ja das Tolle bei Abholern, dass die immer freundlich sind. Also, ich bin noch nie abgeholt worden von mürrischen Menschen. Die können gallenkrank sein sonst, also, aber wenn sie abholen kommen, na, wie war das? Das ist Abholerfreundlichkeit, die ist ja international. Und die haben die also vorgeführt mir. Ich war froh, dass sie so strahlend waren. War auch strahlend und sagte, da war er schon nicht mehr da. Ich sagte, Basel, aber die kannten den gar nicht. Das hat mich erschüttert. Ich habe toll, Hinkelleine, das war nur schön, aber Bart, ne, noch nicht. Und dann fuhren wir zum Hotel und als wir ankamen im Hotel, war es 11 Uhr abends. Die Sonne schien hell am Himmel und es war abends, also es war 11 Uhr abends, diese bekannte Geschichte, nicht wahr? Ich sah zur Sonne und ich sah auf die Uhr und dachte, was geht hier vor? Und also meine Uhr war es nicht. Also, offenbar war sie es doch. Ich hätte die Uhr nur zurückstellen müssen, wie üblich, auf 17 Uhr. Aber ich tat es nicht. Ich reagierte konservativ. Ich sagte mir, solange ich die europäische Zeit halten kann, halte ich sie. Ja, gibt ja Leute, denen das gar nicht schwerfällt, die Zeit zurückzustellen. De Gaulle zum Beispiel oder... Ernst Jäger oder so, die können das. Aber ich kann es nicht so ohne weiteres und immerhin machte ich einen Versuch. Ich sagte bei strahlendem Sonnenschein meinen Freunden, gute Nacht. Die sagten auch gute Nacht, aber sagten die, aha, das ist aber heilbar. Und dann ging ich ins Bett und am nächsten Morgen um 12 Uhr mittags europäischer Zeit. Es war Sonntag, die Zeit, also wo Werner Höfer immer anfängt, die also, da Ordnung in die Sache bringen zu wollen. Ja, 12 Uhr, da machte ich dann den kleinen Dreh am Rädchen meiner Uhr und drehte so lange, bis wir aufstanden. Ich war der Zeiger, stand auf 6 und ich stand auf, weil ich ausgeladen war und so. Also so begann der Tag. Und im Hotel war alles noch ganz ruhig. Naja, 6 Uhr morgens, nicht? Und das Hotel hatte nun keinen Namen, war der erste Eindruck. Also ich kenne doch Hotels sehr viel, also die heißen entweder 6 Jahreszeiten. Ich sage bewusst nicht, wie es richtig ist, weil das wieder Reklame sein könnte. Ja? Oder zum Goldenen Bären oder Parkhotel. Das Einzige, was man lesen konnte, war Hotel Fifth Avenue Nummer 1. Ja. Das ist das Erschütternde. Das hieß
Nummer 1 der Fifth Avenue. Da kommt man hin, also wenn man von Greenwich Village kommt, also im Künstlerviertel von New York, durch ein Tor durch und gleich auf der rechten Seite ist das erste Haus, das Number One. Das veranlasste mich, diese suggestive Nummer 1 der Fifth Avenue die ganze Straße entlang zu laufen. Ein rein europäischer Gedanke. Wie ich am Ende meiner Kräfte war, war ich noch am Anfang der Fifth Avenue. Ja, ist das eine Strecke, auf der bleibt man. Ja, sie. Wenn man nicht zu derselben gebracht wird. Es ist unvorstellbar und das muss man erlebt haben. Das muss man ergangen haben, sonst wird es nicht. Das wollte ich sagen. Avenue wird ja abgekürzt Ave dort. In ganz Amerika lesen sie nur statt Avenue Ave. Ohne Maria, also völlig. Wenn man da lang läuft, sagen sich die Amerikaner, der hat einen Vogel, einen Wandervogel und fertig. Ich nahm mir dann eine Taxe und diese Taxe brachte mich in kurzer Zeit wieder zum Hotel. Das war witzlos. Damit war der ganze Spaß verdorben. Gar keinen Eindruck machte mir die Fifth Avenue. Und ich fuhr dann mit dem Fahrstuhl rauf, wohnte im 18. Stock und dachte, jetzt gehe ich erstmal ans Fenster und erlebe mal den wundervollen Anblick von New York, 18. Stock. Gucke raus und mache Fenster. Ein aussichtsloses Unternehmen. Sinnlos, da rauszukommen. Vor mir war ein anderes Haus. Ganz hoch. Und man wusste, wenn die da auf dem Dach standen, guckten die in ein anderes Haus. Ja. Also das ist New York und das wollte ich mal zur Sprache bringen. Ja, also Sie kennen sicher andere Reisebeschreibungen, intensiver Art oder so. Aber das sind Schriftsteller, wissen Sie, die sagen, die müssen was erleben oder die müssen was ranbringen. Ich nicht. Ne? Ich habe so genossen, wie ist ein einfacher Mensch genießen kann. Es war für mich sehr hoch. Und trotzdem, wenn man also von da oben in die Tiefe guckte, das war sehr tief unten, aber es war doch im Grunde genommen relativ. Schon der Blick vom 666, 666. Gebäude in der Fifth Avenue, war wesentlich imposanter noch. Also das hat das längst übertroffen. Ich bin da in 666 gegangen mit Freunden. Da waren Fahrstühle unvorstellbar noch für uns. Die gingen. Da gab es Personen und Eilt und so wie TE, also ganz was Schnelles, sausten auf bis zum 30. Stockwerk durch. Und dann wurde gesagt, umsteigen. Und das macht uns dann klein und provinziell. Wenn dann erst umgestiegen wird und dann fährt man rauf zum Restaurant, da habe ich dann gesehen durch die Fenster des Restaurants, große Fenster und man sah in die Tiefe, also das war wirklich, das war nicht mehr relativ, das war wirklich unwahrscheinlich schön und da bekam ich diese Lust zum Runterspucken. Sie kennen das, wenn man da das war nah dran, ich konnte nicht runterspucken, weil mir die Spucke einfach weggeblieben war. Es ging nicht. Und erst als ich die Speisekarte dann vorgelegt bekam, lief mir das Wasser wieder im Munde zusammen. Es lockerte sich alles. Und das Wasser ist ja dort, ganz egal, wo es entsteht, ein Hauptnahrungsmittel. Es gibt dort kein Restaurant oder keine Speisewirtschaft gibt es ja nicht, wo sie nicht Wasser auf den Tisch gestellt bekommen, wenn sie reinkommen. Sie können trinken, so viel sie wollen.
Aber sobald Sie einen Schluck genommen haben, dann ist es Ihnen Sonnenchlor. Ja, ist kein reines Vergnügen. Und dann greifen Sie ganz von alleine zur Getränkekarte. Und nun die Talfahrt nun mit dem Fahrstuhl genoss ich dann mit der gleichen Lust wie die Fahrt hinauf. Noch glaubte ich nicht, dass dieses Erlebnis übertroffen werden könnte, und es ist übertroffen worden noch. Da war ein Fahrstuhlerlebnis, das muss ich etwas eingehender beschreiben. Da standen in einem Hotel, oder lagen in einem Hotel, 6 oder 8 Fahrstühle nebeneinander, und sie brauchten den Fahrstuhl nicht heranzuholen, indem sie mit dem Finger auf den Knopf drückten, wie man es hier doch tun muss, mindestens auf den Knopf drückten. Da genügt es, wenn sie mit der Fingerspitze in die Nähe einer Scheibe kamen. Da wurde es plötzlich hell, und dann gab es ein Peng, ein Peng, und ein Lichtchen leuchtete auf über irgendeiner Tür. Sie mussten da gleich hin, weil das Zeichen war, dass da der Fahrstuhl ankam, und da war keiner drin. Und sie gingen rein, sagen wir, im zweiten Stockwerk, und da sagte eine melodische, sehr schöne, aber doch unendlich traurige Stimme: Second floor, going down, going down. Das war ungeheuer. Going down. Und wenn sie sagten, ich will einen nach oben. Going down. Das sind Erlebnisse. Und diese Fahrstühle, diese Lifts, haben etwas Gutes, so Erzieherisches. Da gibt es doch Leute, bitte nach ihnen immer. Bitte nach ihnen, ja? So ein kleiner Verein, der da draußen steht vor dem Fahrstuhl, bitte nach ihnen, bitte nach ihnen. Das ist da nicht möglich. Da geht der Fahrstuhl einen Moment auf, dann geht er wieder zu, und wenn die sich nicht geeinigt haben, fährt er runter, bleiben die runter. Das machen die einmal und nie wieder. Ja.